Hallo, herzlich willkommen. Wir befinden uns hier in Sofia im neuen Office von OneCoin. Herzlichen Dank, Dr. Ruscha, für die Einladung. Hier am Tisch sitzen mit mir Ralf Paulik und Toni Federspiel, meine guten Freunde. Und wir haben hier die Chance, die Gelegenheit für euch, liebes Team, weltweit und besonders im deutschsprachigen Raum, ein paar wichtige Punkte anzusprechen, die euer Geschäft verdoppeln und verdreifachen werden. Also ich würde mal sagen, das Wort an dich, Ralf, und ich bin gespannt auf deine Antworten, Ruscha. Dankeschön. Auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, dass wir hier zusammen sein dürfen. Nach dem unglaublichen Start, den das Unternehmen OneCoin weltweit hingelegt hat, ist ja nun die nächste Phase die Benutzbarkeit. Und das ist die erste Frage, wie wird diese Phase jetzt eingeleitet, wie wird diese ganze Benutzbarkeit des Coins vor sich gehen? Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen, Ralf. Und ich glaube, ich würde ganz gerne ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir von Kryptowährung sprechen, Cryptocurrency, dann ist es ja ganz oft, dass wir uns fragen, was ist denn der Wert von Cryptocurrency? Warum soll ich in Cryptocurrency investieren? Warum soll ich nicht lieber in Gold? Warum soll ich lieber nicht in Daimler-Benz-Aktien investieren? Und so weiter. Und ich sage auch immer, Cryptocurrency an sich hat überhaupt keinen Wert. Also ich kann jetzt mich mit Aaron zusammensetzen und 2Coin machen, 3Coin, was auch immer. Eine Kryptowährung aufzusetzen dauert vielleicht 20, 30 Minuten. Ja. Und ist nicht schwierig. Mhm. Es gibt ganz viele Codes im Internet, die du benutzen kannst und du hast schon eine Kryptowährung. Wenn du in diesen Seiten gehst, wo du dir die verschiedenen Cryptocurrencies angucken kannst, das sind teilweise 400, 500 Cryptocurrencies und täglich kommen neue dazu. Die Frage ist, was macht denn OneCoin wertvoll oder was macht Bitcoin wertvoll? Ja? Und es sind zwei Dinge. Also das eine ist der Brand. Der Brand, das ist, wie bekannt ist OneCoin, wie bekannt ist Bitcoin. Und zurzeit ist Bitcoin noch die bekannteste Kryptowährung. Der Grund, sie waren die Ersten, die Innovation kam von ihnen und sie sind auch noch die größte Kryptowährung. Das heißt, wenn ich mit jemandem spreche, der noch nie Kryptowährung gehabt hat, die kennen alle Bitcoin. Wenn du aber hingehst und fragst, wer hat denn Bitcoins, das sind dann nicht mehr so viele Leute. Also alle sprechen über Bitcoin, über Blockchain, das ist sehr bekannt und deswegen sage ich einen sehr wertvollen Brand, aber nicht so viele Menschen, die Bitcoin halten oder benutzen. Wenn du jetzt hingehst und dir anschaust, was kannst du mit Bitcoin machen? Du kannst Geld von A nach B schicken, aber das ist nicht ganz einfach. Also ich weiß nicht, wer von euch versucht hat, sich in einem Exchange zu registrieren, Bitcoin von A nach B zu bezahlen. Bitcoins können verloren gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt Research, die sagt, dass 20% aller gemeinten Bitcoin verloren gegangen sind. Wenn ihr euch überlegt, Bitcoin war am Anfang 10 Cent wert, da verliere ich halt ein paar Coins, ist mir egal. Also dann ist aber Bitcoin 1000 Euro wert, dann ist es mir nicht mehr so egal. So, das heißt, das eine ist der Brand. Man nimmt an, es ist sehr schwierig genaues zu sagen, dass heute 250.000 bis 300.000 Menschen mehr als einen Bitcoin halten. Wir als OneCoin haben 2 Millionen aktive Nutzer, die Database hat über 10 Millionen Einträge. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr stark an die Entwicklung von unserem Brand. Wir sind erst ein Jahr alt, das dauert noch ein bisschen, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir zielen auf die Masse und nicht auf die, sagen wir mal, die Menschen, die sehr, sehr stark in IT sind, die sehr viel wissen und sehr viel können. Wir wollen ein Coin für jeden sein. Das, was du sagst, ist genau das Wichtige eigentlich und den Kernpunkt, warum wir OneCoin gemacht haben. Es ist sehr wichtig, wenn du in etwas investierst oder wenn du etwas machst, dass es einen Wert hat, dass es für etwas benutzt werden kann. Und wenn du etwas nicht benutzen kannst, dann machst du nur einen Hype, der Wert steigt, aber irgendwann wird er auf jeden Fall runtergehen und du hast diese Bubbles wie Real Estate in den USA, wie auch Bitcoin ist sehr stark gewachsen und runtergegangen. Wenn wir unseren OneCoin stabil halten wollen, und das ist sehr, sehr wichtig, und eine Preisentwicklung haben wollen, die positiv ist, muss OneCoin für etwas benutzt werden können. So, das erste Jahr, dass wir auf dem Markt waren, haben wir sehr, sehr viel dran gesetzt, Menschen zu erklären, was ist Kryptowährung.
Warum ist das erfolgreich? Was kann man damit machen? Wie kann man Kryptowährung minen? Also das sind ja alle Sachen, die wussten wir alle vorher nicht, bevor ihr OneCoin gesehen habt und so weiter. Das heißt, das war das erste Jahr, war für uns eine Phase des Kennenlernens des Coins, der Ausbildung unserer Leute, Education. Deswegen auch immer die Education-Pakete. Keiner kann OneCoin minen ohne diese Education-Pakete. Das geht einfach nicht. Wenn du nicht weißt, was es ist, dann kriegst du keinen Zugang. Das ist wie ein Führerschein. Also du machst den Führerschein, dann darfst du auch Auto fahren. Und was kannst du, wenn das Projekt reif ist, wenn das Projekt entwickelt ist, mit Kryptowährung machen? Zum einen, also ich mache immer gerne diese Vergleiche. Zum einen kannst du OneCoin wie PayPal benutzen. Das heißt, du schickst von Geld von A nach B. Also ich schicke Toni Geld, Toni Geld schickt Ralf Geld. Also wie eine Banküberweisung. Man sagt ja, aber ich kann die Bank für die Banküberweisung benutzen. Ja, ist wahr, ihr könnt es. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Europa ist es eigentlich relativ einfach. Also ich schicke Geld von A nach B. Aber nicht überall auf der Welt ist es so einfach, Geld hin und her zu schicken. Wenn ihr zum Beispiel beispielsweise nach Dubai kommt, also die Gastarbeiter dort, ich glaube 90% der Leute in Dubai sind Gastarbeiter, ja, Gäste. Genau. Filipinos, Inder, die arbeiten dort und sie wollen Geld zu ihren Familien schicken. Wie machen die das? Die gehen zu Western Union und der schickt 500 Euro zu seiner Frau nach Indien und bezahlt Gebühren, die sehr, sehr hoch sind. Also wenn du dir anguckst, die Gebühr, Foreign Exchange, teilweise bis zu 20%, die da drauf gehen. Und er kann nicht unbegrenzt viel Geld schicken. Es gibt sehr viele Regeln. Und für uns, für OneCoin, du kannst mit OneCoin von Punkt A nach B innerhalb von 10 Minuten Geld schicken. Borderless, also das ist ja eine der wichtigsten Sachen. Wir wollen Geldflüsse zwischen den Grenzen machen. Jetzt, das ist ein einfaches Beispiel, aber jetzt stell dir vor, du bist ein kleines Softwareunternehmen in Deutschland. Innovativ, hast ein tolles Produkt. Du willst neue Märkte erschließen. Ja, in die Schweiz kannst du verkaufen, in Österreich kannst du verkaufen, du willst aber nach China, weil China ist ein sehr guter Markt. Du willst nach Indien. Wie holst du Geld von deinen chinesischen Kunden nach Deutschland? Und das ist wieder ein Vorteil. Also wenn du mit OneCoins arbeitest, dein Kunde kann dich in China in OneCoins bezahlen, du bekommst deine OneCoins, kannst dann auf dem Exchange die OneCoins verkaufen und du hast all diese Kopfschmerzen nicht mit Banküberweisungen. Und jeder, der in dem Business ist, weiß einfach, wie schwierig das ist. Das ist eines. Also ich nenne das Payment Process, also ob das Überweisungen sind, ob das Cash-Transaktionen sind, das ist eine sehr, sehr wichtige, ein sehr wichtiger Punkt für OneCoin und für die Benutzbarkeit. Wir würden ganz gerne, aber auch das ist ein komplexes Projekt, wir würden gerne auch in einigen der Schwellenländern Kooperationen mit Telekommunikationsmedien machen. In Afrika ist es sehr üblich, dass du deine Stromrechnung, dass du was auch immer für Rechnungen mit deinem Telefon bezahlst. Das heißt, es wird über deine Telefonrechnung abgerechnet. Genau, Kino, genau. Das wird über deine Telefonrechnung abgerechnet. Das heißt, nehmen wir an, du bist in Dubai und du zahlst oder du kaufst OneCoin mit deinem Mobiltelefon über deine Telefonrechnung und jemand in Indien bekommt dieses Geld dann auf seinen OneCoin-Account. Also diese grenzenlose, grenzüberschreitende Transaktionen, das ist einfach ein riesengroßer Vorteil von Kryptowährung. Unser Vorteil gegenüber von Bitcoin hier ist, dass wir transparenter sind, zum einen. Zum zweiten, ihr wisst, dass wir KYC-Prozeduren machen mit unseren Kunden. KYC bedeutet, ich möchte wissen, wer die Transaktion macht. Wenn ihr Coins kaufen oder verkaufen wollt, müsst ihr einfach euren Ausweis hochladen. Das macht man wegen Geldwäscherichtlinien und wir können das machen. Das Zweite, wo ich eine riesen Chance sehe für uns alle, für die Benutzbarkeit, sind die Händler. Also Bitcoin wird gerade nicht von vielen Händlern genommen als Zahlungsmittel. Ich kenne 2, 3 große Webseiten, die Bitcoin nehmen als Zahlungsmittel, aber es ist nicht ein Massenphänomen. Und es ist nicht ein Massenphänomen aus einem folgenden Grund, meiner Meinung nach. Die Volatilität. Volatilität bedeutet, der Coin ist heute 100 Euro, kann morgen 200 sein, kann aber auch 50 sein. Und das ist etwas, das für mich sehr, sehr wichtig ist bei OneCoin, dass wir keine großen Preissprünge nach unten und nach oben kommen.
Also und je mehr Kunden da sind, je mehr Menschen am Exchange sich beteiligen, umso stabiler ist auch unser Coin. Und das ist für einen Händler, wenn ich ein Händler bin und wenn ich Geld nehme für was auch immer, vielleicht verkaufe ich dem Toni ein iPhone und bekomme dafür Coins, dann möchte ich wissen, was morgen meine Coins wert sind und nicht, dass ich einfach durch Kursunterschiede 30% vom Wert verliere. Also den Kursunterschied als Händler möchte ich nicht haben. Deswegen ist für mich immer einer der wichtigsten Punkte gewesen, die Volatilität klein zu halten von OneCoin, nach oben, aber auch nach unten. Wir planen als Netzwerk dieses Jahr definitiv mit den Händlern loszulegen, Händlerprogramme zu machen. Wir werden auch ein Bonuspaket damit machen, also das wird in die BWs gehen. Das ist wieder der Netzwerkgedanke und das ist ja das, was im Netzwerkmarketing so stark ist. Sehr schön. Ihr habt nicht nur die Coins, ihr könnt diese Coins jetzt noch wertvoller machen, wenn ihr rausgeht und wenn ihr Händler findet, die gerne bei OneCoin dabei sein wollen. Und jeder Händler wird dabei sein wollen, wenn er Leute sieht, die echt sind. Also er sieht, okay, der Ralf kam zu mir, der will mich für OneCoin werben als Händler. Der Ralf ist ein echter Mensch, der hat Freunde hier, der hat ein Netzwerk, das sind meine Kunden. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr, sehr erfolgreich mit den Händlern sein wollen. Ich würde ganz gerne in 2 Jahren 10 Millionen aktive User haben und 1 Million Händler. Und dann sind wir in einer ganz, ganz anderen Liga als jede andere Cryptocurrency draußen. Wenn euch jemand findet und sagt, hey, komm, mach mit mir, ich weiß nicht, 2Coin, 3Coin, dann fragt ihn einfach nur eins. Was kannst du mit 2Coin in 2 Jahren machen? Wo kann ich mir Sachen damit kaufen? Wie willst du Cryptocurrency real machen? Wie will Cryptocurrency in die echte Welt kommen? Und ich weiß, ich habe jetzt sehr viel gesprochen, aber die Benutzbarkeit, das ist eigentlich, was OneCoin einzigartig macht. Das Hauptthema. Aber ganz wichtig, wir sind 1 Jahr alt, also Benutzbarkeit kommt nicht von heute auf morgen. Ihr seid heute im Office, wir haben 150 Leute hier und die alle arbeiten an Support, an IT und um das Geld, um das auch verwirklichen zu können. Also wenn jemand Wunder erwartet, ich sage es immer wieder, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann kann es auch nicht wahr sein. Also es ist kein Wunderprojekt, es ist nicht verdoppelt dein Geld in 30 Tagen. Es ist ein Projekt, das ich langfristig sehe und ich möchte, wenn ich 60 bin, stolz auf OneCoin sein und sagen, ich war eine der Ersten, wir haben OneCoin geschafft und ich möchte einfach OneCoin als etwas haben, das für unsere Kinder und für alle noch da ist. Phänomenal. Ein Wert und nicht einfach etwas, das in 3 Jahren weg ist. Phänomenal. Und da werden wir natürlich hart dran arbeiten, diese Vision zu unterstützen. Und ich glaube, da sind wir schon bei der zweiten Frage. Es ist ja jetzt mehrfach das Thema Exchange gefallen und deswegen die Frage, wie nutzen wir denn zurzeit am besten die Exchange? Okay. Die Frage ist auch erstmal, warum gibt es das Exchange? Also es ist ja, wir haben, als wir das Mining der Coins angefangen haben, das Exchange noch nicht aufgemacht. Ich weiß nicht mehr, wir haben 3, 6 Monate erst später das Exchange aufgemacht. Und Fakt ist, dass zurzeit OneCoin keinen liquiden und idealen Markt hat. Kaufen und verkaufen kann es nur das Netzwerk. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, von außen Coins zu kaufen, kann er das leider noch nicht. Das führt dazu, dass wir bestimmte Engpässe auch am Exchange haben. Nur die Zeitdifferenzen, also wir haben zurzeit 70% unserer Kunden sind in Asien. Wenn du verkaufst, schlafen sie, wenn die verkaufen, schläfst du. Mhm. Das heißt, wir haben Spitzen, die wir noch nicht ideal auffangen können. Punkt 1. Genau. Punkt 2 ist, zurzeit kauft nur ihr als Netzwerk und es ist noch kein idealer Markt. Bis wir zu einem idealen Markt kommen, wo alle kaufen und verkaufen können, die wollen, dauert das definitiv noch ein bisschen und es wird, also wir werden den Markt komplett öffnen in 2 bis 3 Jahren. Das haben wir immer so besprochen. Warum es das Exchange gibt, ist aus 2 Gründen. Ich möchte, dass wir uns alle schon mit dem Exchange bekannt machen und dass wir sehen, wie es funktioniert. Also jeder muss wissen, wie er Coins kauft, wie er Coins verkauft. Und zwar jetzt, bevor es noch nicht ernst geworden ist. Das zweite ist, wir brauchen das Exchange für die Händler. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil die Händler selber keine Coins kaufen können. Also sie können das nur über das Exchange machen. Das heißt, das ist eine große Vorbereitung für unsere Projekte und für die Benutzbarkeit. Aber wir müssen einfach sehr, sehr rational sein. Wenn ihr ein Paket habt mit Coins,
dann sind die Menschen, die kaufen, entweder die Trading-Accounts draußen oder jemand, der mit seinem Cash-Account kauft. Viele verkaufen die Coins nicht und horten sie, ganz sicher, aber es gibt Spitzen und der Markt ist nicht ideal. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die kaufen, die verkaufen. Und wir müssen noch eine Sache beachten. Die Trading-Accounts kaufen nicht alle OneCoins. Wenn du zum Beispiel noch zwei Splits vor dir hast, dann willst du lieber Tokens kaufen als Coins. Die Tokens werden zweimal splitten noch und du hast einfach viel, viel mehr davon, als wenn dich das Unternehmen zwingt, Coins zu kaufen. Und das ist natürlich etwas, was auch für den Exchange nicht ideal ist, für die Verkäufer. Wenn du 100 Euro hast jetzt in deinem Trading-Account und die splitten noch zweimal, nach dem ersten Split hast du für 200 Euro Tokens, nach dem zweiten Split für 400 Euro Tokens. Und dann frage ich dich, Toni, was willst du lieber? Willst du heute 20 Coins haben oder willst du lieber Tokens für 400 Euro? Und dann sag mir, was du lieber willst. Ja, genau. Deswegen, wir können sie ja unterstützen, indem dass wir so viel wie möglich Coins kaufen, unterstützen wir das System, also, aber ja. Wir haben weniger Auto-Buy, Coins. Also Auto-Buy, die Funktion Auto-Buy, wenn du deinen Account nicht benutzt, am Montag wird das kaufen, was für dich am besten ist wirtschaftlich. Also das heißt, ich werde, wenn du Splits noch vor dir hast, Auto-Buy wird sagen, der Toni kauft jetzt Tokens. Wenn du keine Splits hast, sagen wir, Aaron hat keine Splits mehr, Aaron muss Coins kaufen. Weil für ihn spielt das hier überhaupt keine Rolle. Genau. Aber es wird für dich einfach schlechter sein, wenn du Coins kaufst, wenn du Splits vor dir hast. Jeder von uns kann es wählen, wie er das macht, weil du einfach entweder Auto-Buy machst oder dir aussuchst, was du machst mit dem Trading-Account. Und die es bis jetzt noch nicht wussten, sollten einfach Coins kaufen, wenn sie keine Splits mehr haben, weil das entspannt die ganze Situation in dieser Phase. Genau. Ja? OneCoin ist aber, wie ich wieder sage, ein langfristiges Projekt, das ein idealer Markt wird erst stattfinden können, wenn das nach allen Seiten offen ist. Welche Rolle spielt denn aus Sicht der Firma der europäische Markt, speziell der deutschsprachige Raum und was ist denn hinsichtlich des deutschen Supports geplant? Mhm. Also wir wissen alle, dass Asien zurzeit unser stärkster Markt ist. Wir wollen aber nicht ein Asia-Coin sein oder wir wollen nicht zu große Spitzen haben. Wir denken, dass Kryptowährung nur erfolgreich sein kann, wenn wir so ausgeglichen und so ausbalanciert wie möglich sind. Das ist auch für das Netzwerk und für den Wert einfach von OneCoin besser. Das heißt, wir wollen definitiv stark in Asien sein, Indien, Lateinamerika, aber ich glaube, wir können nicht stark als Kryptowährung sein, wenn wir nicht in Europa präsent sind. Das heißt, der europäische Markt für uns ist seit ungefähr 6 Monaten eigentlich eine Priorität gewesen. Wir haben diese Europatouren gemacht, wir haben einen European Ambassador, jemand, der sich wirklich um den europäischen Markt kümmert, der nur für den europäischen Markt lebt eigentlich. Das heißt, ja, Europa ist extrem wichtig. Ja, wir sind ja auch in Europa, also eigentlich unser Head Office ist in Europa. Ich möchte den europäischen Markt wachsen sehen. Das Interessante am europäischen Markt ist, die deutschen Kunden sind schon sehr genau, sie fragen nach und es ist schon ein sehr sophistizierter Markt. Wenn ich dort erfolgreich bin, dann glaube ich, kann ich überall erfolgreich sein. Ja. Und wir wissen auch, die Gesetzgeber sind hart, wir wissen auch, es gibt Regulatoren, Gremien und viele andere Unternehmen meiden Europa und wir tun das nicht. Wir haben auch diese Legal Opinion von der Schulenberg-Kanzlei. Wir sind auch jeden Monat in Kontakt mit ihnen. Wir schauen uns an, ob sich etwas ändert. Wir aktualisieren Terms and Conditions. Deutschland ist zurzeit der zweitstärkste Markt in Europa, aber sehr, sehr knapp hinter England. Also Deutschland, denke ich, kann der stärkste Markt in Europa werden. Wir investieren mehr und mehr, vor allem nachdem wir die Resultate gesehen haben. Wir werden die Akademie jetzt auf Deutsch übersetzen und wir haben auch deutsche Support, deutschsprachigen Support. Es gibt auch eine eigene E-Mail-Adresse, das ist support.de@onecoin.eu und wir arbeiten immer wieder die Qualität vom Support zu verbessern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Fragen, die ich aus Deutschland bekomme, sind manchmal tiefer, sind manchmal schwieriger und wir arbeiten einfach daran, auch stärker die deutschsprachigen Mitarbeiter weiter zu qualifizieren.
Ich bin immer interessiert an Feedback. Wenn jemand unglücklich oder unzufrieden mit Support ist, dann ist es ganz gut, das nochmal zu schicken, aber mit der Ticketnummer. Mhm. Weil einfach zu sagen, oh, Support antwortet nicht oder ich habe eine schlechte Antwort ohne die Ticketnummer, wir können es nicht nachprüfen, wir können uns auch nicht verbessern. Also wir brauchen absolut auch Feedback vom Feld, damit wir da besser dran arbeiten können. Ich muss auch sagen, einige der Anregungen von deutschen Mitgliedern waren sehr, sehr wertvoll und einige Sachen im Backoffice zum Beispiel haben wir dann auch geändert, verbessert und wir freuen uns sehr über Feedback und wir werden sehr stark auch am deutschen Support arbeiten, also da wird sich was tun. Nun ist es ja bei jedem großen Erfolg so, dass der meistens drei Zyklen durchläuft und Mahatma Gandhi hat ja mal sinngemäß gesagt, erst wird man belächelt, dann wird man bekämpft und dann wird man bewundert. Und ich sag mal, man kann es im Internet entnehmen, es gibt mehrere Zeitschriften, die jetzt berichtet haben und viele Vermutungen angestellt werden, Unsachlichkeiten und so weiter. Und die Frage ist, wie geht denn das Unternehmen mit dieser Negativpresse um? Also ich muss sagen, das macht uns mit Sicherheit nicht glücklich, vor allem unsachliche Artikel und Vermutungen. Es könnte sein, dass, ja, viele Sachen können sein. Aber leider ist es so, dass man sich sehr, sehr wenig sachlich mit uns auseinandersetzt. Ich bin sehr, sehr gerne bereit, sachlich Stellung zu nehmen in, warum ist OneCoin zentralisiert und nicht dezentralisiert. Ganz klar, wir sind eine Mass-Market-Kryptowährung. Wir wollen es einfach machen für Menschen. Wir wollen nicht, dass 20% unserer Coins verloren gehen und dann unsere Mitglieder einfach fragen, ja, was mache ich jetzt? Ja, ist weg. Ja. Es ist, also sachlich setze ich mich eigentlich sehr, sehr gerne mit der Presse auseinander. Was unschön ist, wie ich sagte, Vermutungen. Jeder kann Vermutungen anstellen, unglücklicherweise. Also es könnte sein, dass wir eine Pyramide sind. Es könnte sein, dass wir ein Ponzi-Schema sind und so weiter. Das wieder, also wir sind mit Sicherheit kein Ponzi-Schema. Ponzi bedeutet, dass du einen neuen Verkauf machen musst, um den alten Mitgliedern Geld auszuzahlen. Das macht OneCoin nicht. Also OneCoin generiert eine Verkaufskommission oder Verkaufsprovision, nur wenn ein neuer Verkauf gemacht wird. Ich garantiere keine Gewinne, ich garantiere als Unternehmen, euch nur eine Provision zu bezahlen, wenn auch tatsächlich auch ein Verkauf stattfindet. Das heißt, altes Geld braucht kein neues Geld. Wenn wir heute das Unternehmen schließen, kann jeder seine Provision bekommen, jeder hat seine OneCoins, ich brauche nicht mehr, also es fällt nicht in sich zusammen. Wer so etwas sagt über uns, der wird von unseren Anwälten hören und das dulde ich absolut nicht. Wir haben jetzt auch mit einer englischen Anwaltskanzlei gesprochen, einfach weil in den letzten 2 Monaten so viel Angriffe und unsachliche Angriffe mit auf uns waren. Gegen das Internet kannst du nichts machen. Also es ist fast unmöglich, alle Blogger und so weiter praktisch ausfindig zu machen. Jeder kann im Internet schreiben, was er will, aber wir wollen das einfach nicht mehr dulden und Verleumdungen werden wir nicht dulden und wir werden dagegen auch vorgehen. Die letzten 2 Monate, ich weiß nicht, also es war wirklich so eine Art Kampagne, habe ich das Gefühl, wir sind stark gewachsen, wir sind eine der wahrscheinlich am stärksten wachsenden Unternehmen draußen. Unsere Provisionen werden ausgezahlt, wir sind eigentlich sehr stabil und das bietet Angriffspunkt für viele. Je größer man wird, umso mehr kommen sie. Aber die Negativpresse, wie gesagt, ich habe auch mehreren dieser Negativblogger noch angeboten, kommt doch vorbei, lasst uns sowas machen wie hier, lasst uns drüber reden. Das mache ich sehr, sehr gerne, jederzeit. Kommt keiner. Natürlich macht es uns und das Team nicht glücklich, aber leider ist das eine böse Welt draußen. Ja, abschließend noch von mir eine Frage, Ruscha. Danke, Ralf und Toni. Mir hat besonders ein Wort gut gefallen, dass du mehrmals benutzt hast, das Thema Langfristigkeit. Ich meine, das ist wirklich das A und O für eine Kryptowährung. Wie siehst du die nächsten Jahre, den Zug, wohin oder die Richtung, wohin OneCoin fahren wird? Nochmal zusammengeballt in eine kurze Botschaft. Das Gute, was du nicht gemacht hast, und dafür bin ich dir dankbar, dass du mich nicht gefragt hast, wo ist denn der Preis, wo wird OneCoin stehen in 12 Monaten oder in 24 Monaten, weil da hätte ich es passen müssen und sagen, ich weiß es nicht. Ja. Wie gesagt, ich finde, oder was ich sehe, auch wir als Team hier, wir gehen jetzt in eine Phase 2.
Phase 1 war Mining, Phase 1 war uns Education, was ist Kryptowährung, was machen wir, wie ist das, wie funktioniert das. Phase 2 muss alles jetzt über Benutzbarkeit von dem Coin sein. Das heißt, wir werden, 2017 wird das Jahr der Händler sein, der Merchants. Wir fangen schon jetzt an, uns vorzubereiten. Wir fangen an, technologisch daran zu arbeiten. Wir machen 2, 3 Pilotprojekte, schauen, dass alles wirklich gut läuft, weil ich kann nicht 1 Million Merchants nehmen und sagen, oh nein, Software funktioniert nicht. Also wir testen das alles. Und wir wollen auch neue Märkte stärker erschließen. Lateinamerika, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Peru, Panama. Sehr, sehr interessante Märkte. Afrika wird bald auf der Agenda sein. Nigeria, Kenia, Tansania, sehr, sehr spannend. Auch in Asien extrem viel Platz zu wachsen. Japan ist einer der Märkte, die gerade loslegen. Das heißt, wir arbeiten an der globalen Verbreitung von OneCoin. Du erinnerst dich, Brand. Ja. Also OneCoin muss überall sein, benutzt werden. Und wenn ich mir wünschen könnte, ich möchte eigentlich, dass OneCoin eine Notwendigkeit wird. Hm. eBay in Deutschland ist ja fast eine Notwendigkeit. Ja? Jeder will was kaufen und verkaufen. Und wenn du bei eBay bist, brauchst du halt auch ein bisschen PayPal. Ja? Ja. Und genau dorthin würde ich gerne OneCoin bringen. Dass es ein Stück Notwendigkeit wird, insbesondere in den Märkten, die für uns wichtig sind. Das heißt also, ich möchte mich konzentrieren in den nächsten Monaten auf die Händler und so viele Händler wie möglich und Mitglieder wie möglich akquirieren. Warum? Der Netzwerkgedanke wieder. Das ist, warum wir so stark sind. Wir sind ein Netzwerk und du überlegst dir dreimal, ob du das Netzwerk und deine Heimat verlässt, um woanders hinzugehen. Genau. Wenn du bei Facebook bist, wirst du nicht bei Google Plus hingehen, wenn keiner dort ist. Wenn deine Freunde bei Facebook oder bei OneCoin bist, sind eben hier. Du hast hier deine Heimat, du hast hier deine Funktionen, du bist damit vertraut, du hast Leute hier gebracht und du bleibst auch hier und das macht die Community einfach sehr, sehr stark. Also das Stichwort vielleicht ist Ökosystem. Wir haben jetzt OneCoin gestartet, aufgebaut und jetzt geht es darum, ein Ökosystem um OneCoin zu bilden, wo OneCoin benutzt werden kann und wo diese Community noch stärker wird. Das ist meine Vision und auf die Frage, wo der Preis sein wird, ich wünsche mir eine stabile, langfristige, positive Entwicklung. Ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber ich hoffe, dass wir definitiv einen höheren Preis als heute haben in 2 Jahren. Ja. Ja, danke schön, Dr. Ruscha. Vielen, vielen Dank. Für mich persönlich war das heute sehr, sehr aufschlussreich. Ich bin sehr froh, Teil von diesem Team zu sein und hat mir heute wieder mal gezeigt, dass wir absolut die richtige Richtung sind. Wir sind im richtigen Unternehmen und wir werden alles dran setzen, dass es so schnell wie möglich, so groß wie möglich wird. Dankeschön. Herzlichen Dank. Super, herzlichen Dank.